Damit kommen wir zu unserer Rubrik Natur im Fokus. Da geht es jetzt um das Insekt des Jahres 2012. Und ich verrate nur so viel, es ist nicht die Ameise. Ein herrlich warmer Frühsommertag. Ende Mai, Anfang Juni, mitten in der südlichen Eifel. Ideale Bedingungen, um ein ganz besonderes Schauspiel zu erleben. Lucanus cervus, der König der Käfer, steigt zum Kräftemessen in den Ring. Hirschkäfer sind die größten und beeindruckendsten Käfer Deutschlands. Seit über 10 Jahren sind sie das Forschungsprojekt von Markus Ring. Der Förster und Umweltwissenschaftler hat die Verbreitung des Hirschkäfers für seine Doktorarbeit untersucht. Seitdem lassen ihn die faszinierenden Tiere nicht mehr los. Okay. Also 1 Meter über dem Boden, männlich, hat ein sehr ausgeprägtes Geweih. Gemeinsam mit seinem Assistenten ist er in dieser Jahreszeit oft im lichten Laubwald unterwegs, auf der Suche nach Hirschkäfern, um deren ungewöhnliche Lebensweise weiter erforschen zu können. Im Juni findet die Geschlechterfindung statt und anschließend die Paarung. Dazu lockt das Weibchen das Männchen an. Es hat die kleinen Mandibeln, die es da sehr gut als Schere einsetzen kann. Damit kann es Baumrinde verletzen, trinkt daran an dem Saft und darüber erfolgt eine Anlockung. Die Männchen kommen dann angeflogen. Und freuen sich über den gedeckten Tisch mit süßem Baumsaft, den Frau Hirschkäfer mit ihren Mundwerkzeugen, den Mandibeln, vorbereitet hat. Was für ein Macho, der Herr Gemahl, könnte man meinen. Der Gute hat es aber auch nicht leicht mit seinem so überdimensionierten Mundwerk. Die Menschen haben ja sehr große Mandibeln, die aussehen wie das Geweih eines Rothirsches. Die können die auch als Waffe einsetzen. Die Menschen kämpfen untereinander. Es kommt zu Rivalenkämpfen um das Weibchen. Ein Spektakel, das unser einer nur äußerst selten zu Gesicht bekommt. Hirschkäfers Geweih macht zwar gewaltig Eindruck, ist gut zum Ringen und zum Weibchen greifen. Ernsthaft verletzen kann Majestät aber nicht. Für den Menschen ist der Käfer völlig ungefährlich. Hat sich ein so siegreicher Kämpfer mit einem Weibchen gepaart, macht sich Frau Hirschkäfer auf die Suche nach einer geeigneten Kinderstube. Vorzugsweise alte Eichenstümpfe im Laubwald. Es gibt aber noch einen anderen Lebensraum. Wir sind hier an einer Hirschkäferbrutstätte, nicht wie vielleicht zu erwarten mitten im Wald, sondern mitten in der Ortslage von Alf in einer Gartenlandschaft. Es ist auch nicht eine Traubeneiche, sondern es ist eine Kirsche. Und wir sehen hier eine Hirschkäferdame, die im Begriff ist, diese Brutstätte aufzusuchen. Und zwar wird sie sich eingraben, ca. 40, 50 cm tief, ihre Eier ablegen. Und nach ca. 14 Tagen werden dann ganz kleine Larven schlüpfen, wie man hier sieht. Die Larve frisst sich dann in das faulende Holz vor, wächst und wird immer größer. Um in den nächsten 5 bis 6 Jahren als äußerst wichtiger Nützling unablässig totes Holz in Erde umzuwandeln. Nach mehreren Häutungen misst so eine Larve bis zu 11 cm und wiegt fast 16 Gramm. Und irgendwann entscheidet sie sich, Käfer zu werden. Das heißt, sie geht dann aus dem Wurzelstock raus in die Erde, frisst auch reine Erde und legt sich eine Hülle an, in der sie sich dann verpuppt. Hier ist ein Foto, es ist immer mal gelungen, so eine Puppe zu öffnen. Sieht man sehr schön die Mandibel. So liegt die Puppe dort etwa 60 Tage und anschließend schlüpft dann der Käfer, der dann in dieser Hülle, vollgetankt wie ein Formel-1-Wagen, wartet aufs nächste Frühjahr, bis ein warmer Abend kommt. Er krabbelt nach oben und kommt raus und schwärmt und dann beginnt erst sein oberirdisches Leben. Und das dauert gerade mal 8 Wochen. Das heißt, nur 3% seines Lebens verbringt Majestät als Käfer unter der Sonne. Dank umsichtiger, rücksichtsvoller Gärtner, die alte Baumstümpfe der Natur als Brutstätte überlassen, kann der Hirschkäfer auch offene Gartenlandschaften erobern. So steigen die Chancen, das aufregende, kurze Leben der majestätischen Nützlinge sogar mit eigenen Augen zu erleben. Übrigens kann jeder von Ihnen den engagierten Umweltwissenschaftler Markus Ring bei seiner Hirschkäferforschung unterstützen. Wenn Sie einen Hirschkäfer finden, können Sie diesen auf der Internetseite hirschkäfersuche.de melden. Bitte nur den Käfer melden und den Käfer nicht mitnehmen, denn sein Schutz steht an oberster Stelle.